Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Heute mit einer Predigt von Wilfried Fussenegger, Pfarrer in der lutherischen Stadtkirche in Wien. Ursprünglich in Salzburg aufgewachsen, studierte er Musikerziehung und Theologie und ist nun seit 2009 Pfarrer in der lutherischen Stadtkirche. Besonders geht er in den Begegnungen mit den einzelnen Menschen auf, in der Begleitung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen. In seiner Predigt beschäftigt er sich mit der Ambivalenz zwischen Hell und Dunkel, zwischen dem schönen Erleben und vor dem schweren Stehen. Er spricht über den Alltag und über geschenkte Zeiten. Viel Freude bei dieser schönen Predigt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei denen bedanken, die die technische Arbeit im Hintergrund übernommen haben. Vom Schneiden über das Fehlerausbessern bis zum Hochladen des Podcastes. Ohne Sie, ohne euch, gäbe es diesen Podcast gar nicht. Vielen, vielen Dank. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der ist, der sein wird. Und so hört die Lesung zu diesem Sonntag, die Lesung, die wir zum Predigttext nehmen. Sie steht im Matthäus-Evangelium im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Gott segne uns dieses Wort aus der Heiligen Schrift, das Sprechen und das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, hier zu Hause, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig zurückhalten müssen und vielleicht gar nicht können, weil Sie was erzählen wollten, weil das Herz so voll war? Ein Erlebnis, etwas gehört zu haben? Ich kenne das immer wieder bei Kindern, bei meinen Schülerinnen und Schülern, die sind dann eben nicht zu stoppen, wenn sie was sagen wollen, wenn sie etwas tief berührt hat, was sie erlebt haben. Muss es so nicht auch Petrus, Jakobus und Johannes gegangen sein? Als sie Jesus sahen auf diesem hohen Berg in der Nähe vom See Genezareth. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, so heißt es. Jesus, was für ein Licht. Jesus war das Licht. Und um ihn der Himmel offen, Erscheinungen und eine Stimme. Aber sie sollen noch warten. Sie sollen noch warten mit dem Erzählen erst nach dem Tod. So sagt es Jesus beim Hinabgehen und wieder kommt dieses schwere Wort ins Spiel: Sterben. Zwischen diesen Zeiten sein, das schöne Erleben und doch auch vor dem Schweren stehen. Jesus sagt, erzählt es nicht. Er weiß um die Gefahr von Wundern,
will keine Gestalt des Himmels sein, sondern will anfassbar sein, will Menschen zum Nachfolgen bewegen und nicht nur zum Verherrlichen. Aber fangen wir noch einmal mit der Geschichte an. Wir sehen Jesus, wir sehen ihnen nach, Jesus und den Dreien, Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie gehen hinauf auf einen hohen Berg. Ist es noch früh? Ist es schon heiß? Hat Jesus gewusst, was passieren wird? Oder war er dann selbst überrascht, vollkommen unerwartet, was sich abspielt an diesem Tag? Auffallend ist eben, dass er wieder nur drei fragt, wieder diese drei. Wie bei der Erweckung des Jairus, der Tochter des Jairus, auch da sagt Jesus nur zu diesen dreien, kommt mit mir in den Raum und erweckt das Mädchen und zeigt sich stärker als der Tod. Und nun zum zweiten Mal nimmt er diese kleine Schar an Jüngern mit und sie erleben die Verherrlichung, das, was auch in Jesus steckt, die Menschen aber nicht sehen können. Und ein drittes Mal diese drei, das kennen vielleicht viele, die bekannteste Geschichte von ihnen, die geschieht dann am letzten Abend im Garten Gethsemane in der Nacht der Tränen. Da braucht er sie, vielleicht weil er glaubt, sie wissen um alles und doch können sie es nicht durchstehen, schlafen ein. Die Herrlichkeit können wir Menschen vielleicht manchmal besser ertragen, sind hellwach und das Dunkle verstehen wir nicht und schlafen ein. Hier aber glauben sie zu verstehen. Hier glauben sie, alles im Griff zu haben. Ja, das ist der Messias. Jetzt ist es klar, das ist Christus. Und am besten bleiben wir hier, bauen drei Hütten auf und verkünden ihn als den Lebendigen. Nun ist die Herrschaft da. Jesus, der hier so ganz anders erscheint und doch ganz gleich, sie mit fürchtet euch nicht anspricht und sie wieder zurückholt auf die Welt. Jesus sagt und weiß es, der Weg ist noch nicht zu Ende. Sie sollen es ihm nicht sagen, erst später, nach seinem Tod, wird man ihnen dann glauben. Wir können die großen Momente eben nicht festhalten. Die großen Zeiten mit Gott, vielleicht aber auch für uns die großen Zeiten, sie sind immer Geschenke, die gegeben werden, aber dann muss es wieder in den Alltag gehen. Und finde ich wunderbar ausgedrückt in einem Text von Kurt Marti, der ja in diesen Tagen auch gefeiert wird. Ich habe ihn ein wenig verändert, dass man ihn besser aufs erste Mal versteht. Und er schreibt über diesen Moment am Berg, wie Schnee seine Herrlichkeit, wie Schnee sein Licht, blendend nahen Mose Elia und glühen und verglühen ins Nichts. Wie Schnee seine Herrlichkeit, wie Schnee sein Licht, doch er mahnt zum Abstieg ins Tal der Kämpfe und des Verzichts. Liebe Gemeinde, am Ende der Epiphaniaszeit heißt es eben auch von dieser gnadenbringenden Zeit, sich zu verabschieden. Die Hirten kehren wieder an ihre angestammten Plätze zurück. Die Weisen wandern, haben sie auch ihre Plätze. Und auch wir müssen den Christbaum wegräumen, wieder Platz machen für den Alltag hier in der Kirche. Zu Hause ist es wahrscheinlich schon vielfach geschehen. Wie die Jünger nicht oben bleiben können, so können wir auch diese Weihnachtszeit nicht festhalten. Es geht eben zurück in das, was kommt, was ist, ganz normal ist, uns manchmal viel Kraft kostet, manchmal
uns viel an Geduld abverlangt wie jetzt. Aber ist alles wieder wie vorher, wenn wir Großes erlebt haben? Und ich habe mich oft gefragt, wie wird es den Hirten gegangen sein in ihrem weiteren Leben? So habe ich es mir als Kind gefragt. Und die Weisen, wie wird ihr Leben ausgeschaut haben? Da kann uns ein Text für dieses Weitergehen, für dieses nicht mehr in dieser Zeit, in dieser hohen Zeit sein, doch einen Trost, eine Antwort geben. Es ist der Text, den wir gehört haben, gelesen von unserem Kurator. Gott in der Wüste sprechend zu Mose und versprechend, seinen Namen nicht sagend und doch sagend, das Versprechen, ich werde da sein. Und so unterschiedlich all die Übersetzungen von diesem kurzen Satz, von diesem Namen Gottes sind, so sagen sie doch alle, Gott sagt uns zu, ich bin da und ich werde da sein. Für Mose damals, für die Israeliten in der Gefangenschaft, aber auch in der Wüste. Für uns heute, für seine Jünger, Jesu Jünger genauso und für die Menschen, ob wir spüren oder auch nicht. Gott verspricht, dass er mitträgt an dem, was schwer ist für uns, dass er begleitet, wenn wir durch Wüsten und Oasen ziehen. Und ich finde, so ist das Wort geradezu vielleicht das einzig Verständliche und Wichtige für uns in dieser Zeit des Virus, in dieser Zeit der Unsicherheit und der Krankheit. Gott spricht, ich werde da sein. Und so viel Finsternis auch um uns herum ist und Unsicherheit, diesem einen Satz glauben, aus festem Herzen. Und auch wenn der Stern nun nicht mehr sichtbar sein wird, verschwunden ist durch diese Gotteszusage das Licht eben nicht. Glaube und suche es, so könnte dieser Sonntag auch für uns sagen, für uns aussprechen. Und so stelle ich am Schluss noch einmal eine kleine Geschichte hinein über diesen Stern und über diese Zeit. Vielleicht auch, weil eben all das nicht in Worte zu fassen ist, aber mit einer Geschichte doch teilweise erklärt oder verstanden werden kann. Als Josef und Maria sicher geflohen waren und die Weisen ihren Rücktritt antraten, da sahen sie noch einmal hinauf zum Stern, wunderten sich noch einmal und dann sahen sie, wie der Stern in 1000 kleine Teile zersprang. Was war das? Sie staunten, sie wunderten sich und waren traurig. Ist nun alles vorbei von diesem Licht? Aber als sie in den ersten Ort kamen, da erkannten sie doch ein Leuchten, sein Leuchten wieder, klein und doch für sie sichtbar. Über einer Frau, die ihrem kranken Mann die Hand hielt, und sie wunderten sich. Und wieder in einem anderen Dorf erkannten sie sein Leuchten über einem alten Mann, der Kindern liebevoll von Gott erzählte, und sie staunten schon. Und an einem anderen Ort, schon weit weg, da sahen sie das Licht, als Kinder einem alten Esel Wasser aus dem Brunnen schöpften. Und da wussten sie dann Bescheid. Ab da schauten sie sich oft an und zwinkerten sich zu und wussten, nun ist das Leuchten wieder da. Gott hat uns nicht verlassen. Sein Licht ist unter uns. Und so dürfen wir uns vielleicht auch ab und zu zuzwinkern. Das dürfen wir auch immer, jetzt auch in dieser Zeit, wenn wir das erleben, dass Gottes Leuchten nicht aufhört, dass wir es suchen dürfen, aber auch finden dürfen, wenn wir Gottes Liebe, Gottes Wirken in der Welt erkennen. Amen.